Wir sind nicht da. You have to leave us a message. Du musst uns eine Nachricht hinterlassen. And now comes the world famous one and only. Hi, quindi mit der schiefen Zähne. Hi. Man ist ja immer anders, wenn eine Kamera an ist. Du hast den Farbsinn vergessen. 1974 begann die Karriere der Nina Hagen in der DDR. Zwei Jahre später war sie weg. Sie pfiff auf die gelernten Geschichtskenntnisse und entschied sich für die natürlich falsche Seite der Barrikade. Nun hatte man den Beweis ihrer politischen Unmoral. Als unnormal, schräg und verrückt galt sie ja sowieso. Schade für die Fans, denn das 19-jährige Mädchen mit dem knallroten Mund sorgte für Stimmung. Mitgesungen und mitgeschunkelt wurde nicht nur beim Kessel Buntes, dieser Song wurde ein Gassenhauer. Angekommen in West-Berlin wurde sie als Paradiesvogel aus dem Osten durch die Presse gezerrt, spielte circa zwei Jahre mit der Nina Hagen Band und ging Ende der 70er Jahre nach Amsterdam. Stationen waren danach London, Los Angeles, Ibiza und heute nun Paris, wo sie mit ihrer Tochter Cosma und dem 7 Monate alten Otis lebt. Wir trafen Nina in London während ihrer Plattenaufnahmen für ihre neueste LP. Übrigens die 7. Scheibe, seitdem sie 1976 aufbrach, um die große bunte Welt zu erobern. Oh well, sehr oft auf meinem Bett gelegen habe und habe mir überlegt, wie können die blöden Typen da oben mir bloß einreden wollen, dass das mein Käfig ist und dass das da draußen Indien und die anderen Länder, dass das für mich unerreichbar sein soll. Das ist ja wohl die Unverschämtheit der Unverschämtheiten und das wird hier nicht zugelassen und das wird verändert werden und New York wird angepeilt und ja, mit dem Mann kann man nicht sprechen, der ist verbohrt. Der hat, glaube ich, ein böses UFO ihm einen Teil in den Kopf gepflanzt und daher ist er quasi sowas wie Robocop. Also negativer Robocop ist er. Du glaubst nicht, dass man ihn bekehren kann? Man kann nicht mit ihm sprechen. Er ist so ein Diktator, so ein Macho, der lässt nicht mit sich sprechen. Das hat er verlernt. Mit dem wiedervereinigten Deutschland ist es nun noch schicker, finden die Leute das noch toller und noch interessanter. Und die Deutschen haben also international wieder einen sehr positiven Stellenwert. Wie findest du es? Und ich finde es nach wie vor sehr interessant, weil wir haben die Wahnsinns-Schauspieler, wir haben die Wahnsinns-Theater, Wahnsinns-Kinomacher, Filmemacher, Fernsehkanäle. Wir haben also ganz viele interessante Beschäftigungstherapiemöglichkeiten. Es kann einem quasi gar nicht langweilig werden in Deutschland heutzutage. Und sonst ruf ich die Volkspolizei. Na und? Mir doch klar. Da steht Bodenstein und Autobahn zwischen Erfurt und Gera. Damit sich noch mehr wehren, schalt ich mich ein. Ich bin der Bekehrer. Bekehren will sie dabei nicht nur ihre Fans, sondern vor allem die bösen Menschen und besonders die Politiker. Sie selbst bezeichnet sich als gottgläubige Kommunistin. Weil Gott ist ja die Wahrheit und die Wahrheit ist was, was man durch das Leben erfahren kann. Also meine Wahrheit ist, sich gegenseitig zu helfen, sich zu lieben, sich zu schätzen, sich nicht weh zu tun, sich so zu helfen, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, an dir irgendeine Kritik habe, dann mache ich das mit dir privat, das erzähle ich dann nicht in der Kaderversammlung, die Kollegin so und so und müsste sich da und da ändern, das mache ich dann privat. Denn Kritik nützt nur was, wo der Mensch sie auch mit offenem Herzen aufnimmt, also wo er Ohren und Herz aufmacht. Christian, stark auf der Autobahn. Die Bilder von der ist total drauf abgefahren. Lasst euch bloß nicht verleiden. Ihr gehört doch zu den Gescheiten. Also darf ich dann bitte mal da um Ihre Ausweispapiere bitten? Nee, aber ich kann Ihnen eine Banane schenken.
Der Titel Zwischen Erfurt und Gera ist einer von 12 Titeln für die neue EP. Entstanden nach einer wahren Begebenheit, existiert er als Idee seit 2 Jahren und wurde nun der neuen deutschen Situation angepasst. Nina wäre aber nicht Nina, wenn sie nicht auch hier parodieren und persiflieren würde, sich selbst auf den Arm nimmt. Für die rund 70 Titel, die bisher auf Platten erschienen sind, schrieb Nina vorwiegend selbst die Texte, die sie dann in ihren weit mehr als 100 Konzerten mit viel Fantasie und riesiger Bühnenshow verkaufte. Live hatte einen anderen Anspruch. Da denkst du nicht ans Rumfeilen und an die Perfektion, sondern du bist einfach da und machst, was du kannst. Und es sind zwei ganz verschiedene Sachen irgendwie. Wenn eine Frau, wenn ein Mensch, wenn ein Sänger älter wird, dann wird die Stimme irgendwie immer tiefer. Das hört man ja bei Omis, die haben ja als junge Mädels eine hohe Stimme und plötzlich wird die ganz tief und ganz weise. Das siehst du auch bei Zara Leander, obwohl die war eigentlich immer tief gewesen. Bloß like im Alter, da war sie dann irgendwie noch präsenter in der Tiefe. Und bei mir ist es auch leider so, dass also ein paar ganz hohe Töne, die sind irgendwie weg, die kommen, die sind nur da, wenn ich nicht auf Tournee bin. Wenn ich auf Tournee bin, sind die irgendwie nicht verfügbar. Aber das macht überhaupt nichts, weil dafür habe ich dann ein paar tiefe Töne dazu gekriegt. Du kannst die Doppeltür zumachen. Also, weil es Spaß macht, guck dir zum Beispiel die Leute im Dschungel an. Die machen auch gerne Masken und die machen sogar, gibt's also Tribes, die sich im Gesicht mit Nadel stichen und dann ist es für immer. Oder es gibt Tribes, wo sie sich das ganze Gesicht voll tätowieren. Das macht der Mensch gerne. Schon im Kindesalter sieht man es bei den Kindern, die sich immer auch, also sie machen es gerne nach. Es ist vielleicht eine Sache, die damit zu tun hat, dass man was nachmacht, dass sich schöne Frauen mit einem schönen Make-up vollschmieren. Und dann noch ein Grund, Adolf Hitler hat gesagt, die deutsche Frau muss also quasi darf kein Make-up tragen. Und schon auch das ist einer der Gründe, warum ich mich gerne anmale, weil die bösen Menschen, die mögen das nicht, wenn die Frauen sich individuell irgendwas an sich tun. Also das geht alles Hand in Hand. Das sind also quasi 8 göttliche Hände. Und die, wer sind die 8 göttlichen Hände? Das sind die Hände von der göttlichen Mutter. Ah. Ja. Und die, die plötzlich verändern sich und dann werden sie zu meiner Arbeit und dann ist alles gleich viel bedeutend auf der Bühne. Muss alles stimmen, das Bühnenbild und die Schuhe, damit man sich auch gut bewegen kann und damit man auch gut aussieht. Also es muss eine Doppelfunktion haben. Oh, und gutes Mikrofon müssen wir haben, muss gut aussehen, muss gut klingen. Die Songs und die Stimme und das Herz und alles am rechten Fleck, es gehört alles zusammen. Weil meine bulgarische Wahrsagerin im Jahre 1974 hat nämlich gesagt, ja, du bist ganz berühmt als Sängerin, aber dann kommt der Tag, wo du plötzlich noch berühmter wirst als Schauspielerin und dann werden die, die dich als Sängerin noch nicht kennen, dich dann auch als Sängerin kennenlernen. Nun auf den Tag warten wir alle gespannt, meine Damen und Herren. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell. Nina Hagen hat bereits bei TV und Fernsehen tragende Rollen übernommen. Aber vielleicht ist ja jetzt die Zeit reif für ein neues Wunder. Kriegst du so ein Kind? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja oder nein? Vielleicht gibt's keine Kinder. Ich bin drüber. Und das hat's noch nicht gegeben. Vor langer Zeit aber da. Bloß drüber. Das hat nichts zu sagen. Ich war dir so oft drüber. Und da hätte ich mich dauernd verrückt machen können. Nee, darauf gebe ich nichts. Erst wenn's anfängt zu ziehen. Hier. Hm? Nee, nee, mein Kind. Bloß drüber, das sagt nichts. Ach, Jutta. Ich denke, du nimmst die Dinge. Ich hab's doch mal vergessen in meiner Schusslichkeit. Nein, Fan. Die sollen wirklich funktionieren.
Mann, will er nicht erst mit Ende 20 ein Kind? Dann bin ich ja schon eine Oma. Ich weiß. Und sie hat's wahr gemacht. Hier ist sie 20. 6 Jahre später kam ihre Tochter Cosma zur Welt, und zwar in Los Angeles. Das Menschenwunder Otis tat seinen ersten Schrei im vergangenen Jahr in Paris. Mit meinen Kindern, das ist mein Leben. Und das Leben besteht aus Arbeit, und Arbeit macht glücklich und Arbeit befriedigt und Arbeit, selbst die Fusseln vom Teppich aufheben, Arbeit oder abwaschen oder kochen, das ist alles Arbeit, und würde das nicht Pflicht nennen, sondern eher Arbeit, und Arbeit ist heilig. Ja, wie bei meinem Papa im Bett gelegen habe und er hat meinen Rücken gekratzt, und wenn er nicht mehr konnte, habe ich seinen gekratzt, und das war irgendwie so eine ausgewogene Aktion, weil das war ja super. Er hat auch immer länger gekratzt als ich. Nina Hagen fragen, Nina ist der Pioneer. Der Vater ist Hans Hagen, Drehbuchautor und Szenarist. Die Mutter, Eva-Maria Hagen, Schauspielerin und Chansonette. Als Nina etwa 9 war, zog die Mutter mit Wolf Biermann zusammen. 1975 trennten sie sich. Und wieder eine große Liebe, Frank Chevalier, der Vater von Otis. Bei uns ist es so, dass ich manchmal sage, der Vater ist die Mutter und ich bin der Vater, weil der Vater hat so schöne, lange, blonde Haare und er hat so was Engelhaftes, so was Androgynes an sich. Und ich bin mehr so der ungehobelte Nina Hagen Teil. Und gut, ich habe die Busen und der Mann hat die Haare vorne drauf. Aber für das Baby weiß ich nicht, ob das jetzt so einen Unterschied macht zwischen Vater und Mutter. Ich glaube, Vater und Mutter ist in jedem Menschen irgendwie enthalten. Weibliche und männliche Anteile. Also, weißt du, früher, also am liebsten würde ich mit dem Baby in Ibiza sein oder in Jamaika, wo das Baby nackt rummachen könnte und immer mal ein Häufchen hier und ein Häufchen da. Und mit diesen ganzen Plastikwindeln, ich merke das, wenn das Kind nackt ist, das ist so glücklich. Ich war jetzt Hausfrau für, ganz, ganz lange, schwanger und die ersten 6 Monate. Und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, weil ich musste nicht ständig irgendjemanden beweisen, dass ich ein Popstar bin, sondern ich konnte mir selber mal beweisen, dass ich also ganz in Ruhe mein Leben genieße, ohne ständig irgendwelche Kopfsprünge machen zu müssen. Wenn ich an dich denk, wünsch ich Kinder. Wenn ich an dich denk, dir und mir. Du bist da, kein leeres Hoffen. Meine Fresse, sieht ja aus wie irgendeine Türen. Ah, und die Bananenröcke aus dem Westen. Ja, ja. Gott, das ist Cosma, kannst du dir vorstellen, auch mal Sängerin zu werden? Also, ich will nicht so gerne Sängerin werden. Nee, warum nicht? Ich weiß nicht, aber ich... Ich hatte ja immer geglaubt, Biermann würde meine Texte schreiben, als ob ich das nie selber kann. Damals verließ sie sich noch mehr auf andere, zum Beispiel Kurt Demmler, der auch den Farbfilm geschrieben hat. Und so sah sie aus, ihre DDR-Karriere. Mit 17 Schlager Nachwuchsstudio, dann die begehrte Berufspappe, Mucken beim Tanz- und Schauorchester Alfons Wonneberg. 1974 wurde sie dann von Michael Holbach zu Automobil geholt. Nach einem Jahr krachte es da und sie ging zu Fritzens Dampferband. Irgendwie so schrecklich gut verkauf ich den Titel ja nicht. Also der klingt sehr gut, bloß irgendwie getanzt habe ich da noch nicht so schrecklich gut. Sag mir, wenn ich da einsam bin, ich. Du kommst.
Tschechische, mit dem war ich auch auf Tournee. Münzel, das war eine Fritzens Dampferband. Menzel. Achim, genau. Und Olle, er ist abgehauen in Westen und dann ist er aber zurückgekommen. Ich, die Carmen, sag, ob du mich öfter willst, so wie ich heute bin. Ich gebe mich dir und diesem Tanz ganz hin. Ja, ja, ich habe mir auch immer selber die Haare geschnitten. Ja? Hast du selbst gemacht? Ja. Ja. Immer oben kurz, unten lang. Hörst du mich, die Nachtigall? Drüben überm Wasserfall? Was da rauscht, das ist er. Was da zwitschert, das ist sie. Lass uns lauschen auf das Rauschen und die Zwitschermelodie. Also erstmal ging es mir ganz schlecht. Und Schmerzen bis zum Ausschlaghammer. Und ich konnte nicht sterben, ich konnte auch nicht leben. Da war ja nichts, nur Schmerzen. Und in der Situation habe ich gerufen, oh mein Gott, hilf mir doch. Oh mein Gott. Oh. Und daraufhin hörte ich seine Stimme, die mit wahnsinniger Liebe meinen Namen aussprach und sagte, du hast mich gerufen, ich bin da, ich will dir helfen, was willst du? Du musst sterben. Und dann habe ich mich noch mal kurz dagegen gewehrt, da kamen diese Schmerzen wieder. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, all right, wenn ich jetzt Gott schon erreicht habe und er schon zu mir spricht, und er meint, ich soll sterben, dann muss ich das machen. Hab mich also quasi hingelegt zum Sterben. Es ist genauso wie gebären. Du musst das Kind da gebären. Es gibt auch Situationen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, das tut alles so weh. Ich sterbe lieber. Aber in dem Moment denkt dann die Mutter auch, scheiße, wenn ich jetzt sterbe, dann stirbt ja das Baby auch. Na, dann kann ich ja danach immer noch sterben. Jetzt kriege ich das Baby erstmal raus. Das war bei meinem zweiten Geburt ungefähr so der Gedankengang. Und alright, dann habe ich mich hingelegt, bin gestorben und mein Körper ist aus meinem Körper, also nee, mein Ich ist aus dem Körper raus, ich war immer noch derselbe, hatte immer noch einen Körper und meinte, wow, und die Farben, und das war ja ganz einfach, und hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja nicht so einen Schiss gehabt. Und daraufhin meinte er so, jetzt kannst du deine Augen aufmachen. Ich dachte, die waren aber schon auf, weil ich sah ja Farben und habe ja meinen Körper verlassen und alle. Und da hat er gelächelt und hat gesagt, hat er nicht ausgesprochen, aber ich habe irgendwas gehört von, du hast LSD genommen. Und dann hat sein Mund sich bewegt und hat gesagt, ich bin dein Trip. Die ganze Welt ist ja auf dem Trip. Ne? Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden und so. Aber verheiratet ist man, glaube ich, immer dann, wenn man sich verliebt. Liebe ist da, wo sie nun mal hinfällt. Und wenn sie dann da hingefallen ist, dann soll sie dann da auch liegen bleiben. Und sich nicht wieder einen neuen Partner suchen, weil da bin ich ganz der Ansicht wie der Papst, obwohl er ja keine Ahnung hat, von diesen persönlichen Einheiten. Ich finde das ganz toll, wenn Leute ganz lange zusammenbleiben, weil dann kann sich nämlich was entwickeln. Und die Liebe, die wird auch immer stärker. Und hold me, hold me, hold me long. Let me go. Yeah, hold me at night time. Hold me by day. Sometimes I feel so far away. Hold me, master. Please don't let me go. I'm tempted there, then I don't know.
Nina und die Publicity, ein Kapitel für sich. Von der Presse wurde sie gehasst und geliebt. Sie macht ihr Erwachsensein zur ewigen Kindheit, naiv, trotzig und unbeschreiblich weiblich. Ihre Musik hat abwechselnd die fatale Ähnlichkeit mit dem Jaulen eines getretenen Hundes und dem Gackern einer Legehenne. Jeder, der sie zu einer Diskussionsrunde ins Fernsehen einlädt, muss damit rechnen, dass sie sich auszieht und öffentlich zu masturbieren beginnt. Die Vorwürfe, das kommen meistens von etwas dickbäuchigen Journalisten, die sauer sind, dass sie nicht berühmt sind oder die sauer sind, dass sie keine Musik machen können oder so. Es gibt manchmal ziemlich frustrierte Menschen, ne? Und die lassen dann ihre Bosheit auf ihre Kritik. Die hat mal jemanden, der hat ein Kreuz geschleppt, an dem er selber rangenagelt wurde. Und demjenigen hat man also die schlimmsten Sachen vorgeworfen. Und immer noch, und man streitet sich immer noch um die ganze Angelegenheit. Und von demjenigen habe ich gelernt, die ganzen Leute, die ständig kritisieren, nicht ans Herz ranzulassen. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Also ich finde, der Hit, der bin ich. Jeder Mensch ist der Hit. Und wenn er ein Bild malt oder wenn er einen Song macht, da musstet ja nun nicht unbedingt so sein wie, also ich bin nicht süchtig danach, ständig einen Hit zu haben, sondern ich mache lieber Musik, und wenn es nicht für alle ist, dann doch für diejenigen, die sich das haben wollen, die sich danach sehnen, also den Aussagen, die aus meiner Seele fließen. Viele Jahre lang war ich auch so drauf, dass ich also immer von der Leber weg gesagt habe, was ich denke, sah komisch aus, Pippi Langstrumpf, erwachsen geworden sozusagen. Und halt viele Kritiker wollten mich kaputt machen, meine Karriere zerstören mit ihren komischen Vorwürfen von wegen Clown. Wir haben die ganze Musik selber gemacht und nichts von der Platte hier und von der Platte da. Und insofern ist es also eine glatte Lüge von diesem Musikjournalisten, dass ich klaue. Du kannst ja auch nicht sagen, wenn man einen Song, sagen wir mal, von Sarah Leander nimmt, dass das geklaut ist, sondern man macht das halt nochmal. Seit ich überhaupt Rockmusik gehört habe, seit ich 12 Jahre alt bin und im Radio das zum ersten Mal mitgekriegt habe, hat mir das so gut gefallen, das ganze Ding, dass ich das auch unbedingt machen wollte, und habe immer noch und damals und später und überhaupt immer singe ich gerne Lieder, die es schon gibt. Und dabei ist Billy, der Gitarrist, ihr treuester Begleiter, sowohl im Studio als auch auf Tour. Billy liebt seine Haare, aber wo wir auf Tournee gingen, sagte ich, die Haare müssen ab, sonst gibt es ein Donnerwetter. Und da hat er sich doch tatsächlich die Haare abrasiert, und dann kam ich mit einer neuen Idee. Billy musste also quasi von mir angemalt werden, orange und grün. Und dann so im Kreis von hier oben anfangen. Und dann irgendwie dachte ich, das gefällt Billy auch gut, weil es sah sehr gut aus. Und dann irgendwann fing er an zu weinen und hat gesagt, er möchte nicht mehr der Joker sein. Und dann durfte er eine Perücke tragen, so wie ich heute. Deine Hose ist voll. Dein rotes Haar ist kaputt. Nina bei Hyper Hyper, einem exklusiven, ausgeflippten Modemarkt. Hier kauft sie Kostüme, Perücken und Hüte. Für die letzte Show brauchte die wandelbare Chaotin 10 Kostüme. Perücken in allen Farben gehören zu ihrem täglichen Outfit. Ich bin so lang mit dir. Wie lang allerdings ihr eigenes Haar ist, konnten auch wir nicht in Erfahrung bringen. Heimat ist für mich der Planet Erde. Ich war mal in Brasilien, ich war mal in Japan, ich würde auch gerne mal nach China fahren. Ich war in Argentinien und in Venezuela, und
ich war in Polen und leider in der Sowjetunion noch nicht. Und Heimat ist für mich überall da, wo Leben ist auf dieser Erde. Und die Erde ist die Heimat. Und meine Heimat zurzeit ist Paris. Obwohl ich sehr schlechtes Französisch spreche. Also es ist scheißegal. Zurückgehen brauche ich da nicht, weil ich immer da bin. Ich halte mich da quasi sehr oft auf. Und ich habe einen Wohnwagen da, beziehungsweise zwei, auf dem Tempodrom stehen. Und meine Freundin Sascha hat ein Zimmer für mich. Und immer wenn ich in Berlin bin, bin ich also bei meinen Freunden. Ich habe ganz viele Freunde da und auch ganz tolle Freunde. Oh Berlin, 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 du bist aller Städte Queen. Der Berliner, wer bin ich? Schrecklich Hüter, sag ich dich. Ich bin eine reine Frau. Mein Berlin, der ist eine Frau. Berlin ist so. Ist nicht, gibt's nicht, ist eine, ist irgendwie, Zeit ist auch so ein Ding, manche Leute haben sich so heavy mit auf Wiedersehen und jetzt in zwei Tagen sehe ich dich erst wieder und das ist so ein Quatsch, das habe ich irgendwie nicht. Gibt ja auch Telefone und Träume und die Verbindung vom Herzen und so. Ave Maria.